Willkommen, ihr Lieben, bei der zweiten Folge heute. Ist ja sehr, sehr unüblich, aber aufgrund des kleinen Updates-Hype. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr noch kurzfristig an der Umfrage im Community-Tab auf YouTube teilgenommen habt. Ob ihr euch auch so auf das Update freut wie ich. Und tatsächlich haben noch 79 Leute dran teilgenommen. Echt super, vielen lieben Dank. Einer war tatsächlich der Meinung, er mag keine Updates. Aber wir holen uns jetzt erstmal das Update hier. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal eine Aktualisierung auf Clash of Clans. Und mal sehen, die 70 Megabyte, die sind hier, glaube ich, relativ zügig runtergeladen. Ja, 20 MB pro Sekunde, das passt. Und dann starten wir das Game gleich auch und gucken uns mal die Neuerung an. Und mal sehen, ob Supercell dieses Mal alles eingehalten hat. Und da ist das Final Update of the Year, also wir können es nun spielen. Er ist da, der Ice Golem, der Fledermaus-Spell, der Felsenslammer oder wie heißt das, Felsenwerfer, muss ich nochmal genau in die Übersetzung reingucken. Diese komische Schaufel, die Hero Potion and more. Also, es gibt auch jetzt schon Events. Ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr nice und ihr habt sicherlich im Ladestream bei euch schon gesehen, es gibt natürlich auch das Winterbild, also Play Now, können wir einfach mal reingehen hier und alles, was ich euch jetzt erzähle, seht ihr mal wieder nur im englischen Client. Hier seht ihr das Dezember-Update links live now mit Read More. Kommen wir jetzt in die Sachen, die hier jetzt eigentlich anstehen. Und natürlich neue Truppe der Ice Golem, neuer Zauber, der Fledermaus-Spell, eine neue Belagerungsmaschine gibt es, den Felsen, wie heißt der Felsen? Ja, Stone Slammer, Felsenhammer oder so. Muss ich mir die Übersetzung nochmal genau anschauen. Dann gibt es die magischen Items, diese Schaufel und die Hero Potions, die eure etwas zu kurz oder klein geratenen oder zu low geratenen Helden erstmal 5 Level pimpen. Finde ich echt, echt nice. Es gibt neuen Baracken Level 8, Dunkles Spell Factory Level 5 und auch die Werkstatt bekommt einen Level drauf, natürlich. Alles natürlich mit Elex, ist klar. Dann gibt es kleinere Other Changes, die finde ich sehr, sehr gut. Denn man kann jetzt 3 weitere Slots hinzukaufen im Editor, denn dort hat man ja eigentlich nur 3 Slots, also die richtigen Base-Builder werden sich nicht scheuen, hier 1000, 1500 oder 2000 Gems auszugeben. Und man kann jetzt die Clan Castle bzw. Siege Machine Choice after the battle begins before any units have been deployed. Also wir können jetzt die Maschine und Clan Castle wechseln, wenn wir sie noch nicht gesetzt haben, auch wenn der Kampf schon läuft. Genau das gleiche hier auch mit den Grand Warden, also mit dem alten Wächter. Wer über den Level Cap von 2500 ist, der kann für 10 Liga-Medaillen jetzt jeweils ein Game kaufen, wenn man die Dinger über hat und gar nichts mehr damit machen kann. Es gibt eine neue Errungenschaft hier, Signing in to your Supercell-ID-Account. Das habe ich auch noch nicht gemacht, habe ich also noch offen. Ich scheue mich im Moment noch ein bisschen davor. Ich denke, ich teste das erstmal mit so einem ganz kleinen Account, wo es nicht so schlimm ist, wenn ich den verliere. Es gibt den Support jetzt fürs iPad Pro Modell und es gibt einige Änderungen, dass auch beim iPhone X und Honor P20 etwas mehr Platz zum Zoom für Player, also für Spieler, die halt mal raus und mal rein zoomen. Ich nehme mal an, man hat nicht die volle Zooming-Größe gehabt wie auf anderen Devices. Und das zweireihige Set im Settings-Menü, das teste ich natürlich auch auf dem Tablet. Es gibt ein paar Balance-Changes hier bei der Builderbase. Ich muss da eigentlich nur herausheben. Was ich wirklich, wirklich gut finde, ist der zweite Punkt, Make Third Cannon Card Available. Also die dritte Kanonenkarre ist schon auf Level 10 verfügbar. Vorher war es auf 16, also auf Max-Level. Und es gibt kleinere Bugfixes, die hier behoben wurden. Ihr müsst euch das vermutlich auf der Clash of Clans Blogseite, gibt es das Ganze auch in Deutsch. Aber einen Effekt war da sehr, sehr gut. Heize Effekt auf Unarmed Traps. Fix again. Das wollte ich hervorheben. Also die Siege Machine oder die Belagerungsmaschine soll angeblich jetzt nicht mehr an Dekorationen hängen bleiben. Mal sehen, ob das wirklich so ist. Fix again. Es wurde ja schon mal gefixt, aber nicht wirklich richtig. Dann blinkt die Clanburg. Ich habe es ja die Tage in der Folge gehabt. Die Clanburg blinkt kurz mal, wenn sie im Sleep-Modus ist. Also kurze Erinnerung. Man hat mich erhört. Nein, ich denke mal, das war schon vorher im Plan. Also richtig krass. 30 Donations, also EP bekommt man jetzt zurück, auch wenn man die Maschinen im Clan-Game Task spendet, ist mir gar nicht so aufgefallen. Da gab es wohl nur einen für einen, also ein EP. Und Clock Tower Boost will remain, also auch im Dunkeldorf, hält die Zeit jetzt an, wenn eine Wartungspause ist und man ist gerade im Boost. Und
Auch dort wird jetzt, bevor man in ein Battle startet, dort blinkt, beziehungsweise nicht blinkt, sondern wird angezeigt, welches Gebäude gerade im Update ist. Und natürlich saisonsaisonal der Ladebildschirm, die nette winterliche Musik, die ihr bei mir sowieso nie hört. Und auch die Obtacles, also es kommt ja der Weihnachtsbaum. Und es gibt natürlich den schönen Schneeeffekt und in the More Settings Menü. Also richtig krasse Geschichte. Und ja, das mit dem Editor, das seht ihr eigentlich, jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier ist es nur in der Warbase, nicht in der Home. In der Home Village ist das übrigens nicht, das ist nur bei der Warbase. Also ihr könnt jetzt 6 Stück abspeichern, allerdings 1000, 1500 und 2000 Gems. Ist ein Wort zum Sonntag, aber ich meine, wer es über hat, der kann das sicherlich machen. Ich habe im Moment hier nichts im Bau, das heißt, wenn ich hier angreife, dann zeigt sich bei mir eigentlich im Moment gar nichts. Das seht ihr hier oben über meinen Truppen, aber dort wird jetzt immer das richtige Icon auch angezeigt. Und hier haben wir jetzt den die Clanburg im Sleep-Modus, das was wir die Tage schon hatten. Und es wird jetzt also irgendwie mit einem Frame oder so, mit so einem Blinken, wird darauf hingewiesen, dass sie halt in diesem Sleep-Modus ist. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich natürlich noch viel besser finde, ist, dass es auch gleich neue Events gibt. Also es gibt den Ein-Game-Army-Boost. Leute, haut rein, spielt Clash of Clans. Richtig, richtig krass. Und dafür muss man aber auch die neue Maschine auch haben, damit sich das auch wirklich lohnt. Und es gibt natürlich auch ein Event gleich mit dem Eisgolem. Oh, das ist ja sehr nice. Auch den muss man natürlich erstmal haben. Ja, wie kommen wir denn jetzt am besten an diese Sachen ran? Jetzt gucke ich erstmal, was das überhaupt kostet. 8 Mille kostet das Ding ja nur. Das ist ja Schnapp. Ich würde sagen, das ist echte Schnäppchen mit 8 Millionen. Aber ich kann hier gar keinen Hammer gebrauchen, glaube ich. Denn ich habe hier nur einen Hammer. Und ich würde ganz gerne tatsächlich den Workshop und die Kaserne gleich fertig machen, um euch auch beide Sachen heute noch zu zeigen. Deswegen gehen wir erstmal in den Shop rein hier. Oh, da gucke ich mal nicht hin. Da gibt's ja gleich wieder geile. Alter, was ist das denn für ein Paket da mit dem, oh, ein exklusiver Schneemann. Ah, cool. Alter, das ist ja geil. Oh, mal sehen. 6 Euro. Ich glaube, das ist drin. Mal sehen, ob ich mir das nicht hole. Das finde ich ja mal wirklich, wirklich, wirklich nice. Ich denke mal, für 6 Euro können wir das ruhig mal machen. Und hier seht ihr auch die Schaufeln. Gibt es schon mal im Angebot 3,49 für 3 Stück. Na, mal gucken. Liest sich zumindest ganz gut. Aber ich wollte hier jetzt erstmal ein Gebäudehammer holen. Und zwar müsste das der hier sein. Den kaufen wir mal für unsere Marken. Mal sehen, ob wir jetzt schon einen Teil hier fertigstellen können. Natürlich das teuerste. Dann nehmen wir ihn hier. Jawohl, wir können den gleich upgraden hier. Ah, das ist echt cool. Wie lange hätte das denn normal gedauert? Ich gucke mal gerade. 10 Tage. Nee, 10 Tage. Leute, 10 Tage ohne Maschine geht gar nicht. Das ist ein No-Go. Das Ding hauen wir uns gleich fertig. Yes. Und gleich auf Level 3, jawohl. Meine Frage war eigentlich, ob ich jetzt noch einen Platz mehr frei habe. Nein, habe ich nicht. Okay, das haben wir nicht, aber wir wollen das Ding trotzdem bauen. Und die 20 Minuten, oh, ich will jetzt nicht sagen, die warte ich gerne, aber wir hauen ja gleich den Boost rein. Und das Ding hauen wir uns auch sofort fertig. Hier 8 Millionen, ich habe extra ein bisschen mehr gespart, weil ich dachte, die ist eigentlich teurer. Also auch den stellen wir gleich fertig. Ja, und wir machen gleich durch. Ich will gleich den Ice Golem haben, also gleich das Ding gebaut hier. Wir nehmen ihn gleich mal hier unter. Oh, er ist auch gleich billiger, weil es ja ein Event ist. Wir nehmen ihn gleich mal mit. Oder nehmen wir mal 2 mit. Ah, wir können 2 mitnehmen. Und stimmt, der hat nur an Housing Space, hat er ja nicht so viel. Wir gucken uns mal die Stats an. 24 Damage, 4 Sekunden, 2600 Heal Points, 22 Dunkles kostet er im Moment. Nur wegen der Reduzierung des aus dem Event, Trainingszeit 6 Minuten. 6 Minuten, also wenn ich beide Kasernen dann fertig habe, 3 Minuten, passt. Passt absolut. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so super viel, um das Ding zu machen. Das kostet aber auch nur 5,5 und ich glaube so ein paar Tage, aber 7 Tage mal sehen. Es gibt ja hier in den Rewards in einem Tag 18 Stunden auch wieder ein Hammer. Und damit könnte ich mir das Ding dann auch fertigstellen. Mal sehen, ob ich das mache. Ich muss im Moment ein bisschen noch in der Base und an der Base hier selber arbeiten. Aber ich lasse jetzt eben mal dieses Flugteil da fertig gestellt lassen und auch den Eiskühler. Wir wollen ja mindestens beide sehen. Also ich muss sagen, die Kaserne, ah, die sieht proper aus. Die sieht richtig gut aus mit diesem Eissockel hier. Das gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen.
Wie euch das gefällt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten schreiben. Hier hat sich jetzt auch was verändert. Hier ist jetzt der Ballon da hinten, glaube ich, dran. Sieht auch so sehr, sehr gut aus. Aber erstmal, glaube ich, lassen wir uns das Ding fertigstellen. Dann nutzen wir es einmal, um das Ganze auch neu zu sehen. Ich spicke mal, was es noch so Neues gibt. Es gibt ja noch so kleinere, feinere Updates nebenrum. Und dann sehen wir uns mal bei einem Angriff gleich wieder. Und bevor wir reinhauen, ich habe es gerade gesehen, wenn ihr das Clan-Chat-Fenster erste Mal öffnet, müsst ihr jetzt eine Verständniseinklärung geben, dass ihr folgende Chat-Regeln hier nicht beherrscht, sondern beherzigt. Also respektiert eure Clasher-Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Also es gibt ja immer wieder Hassreden, Fremdhassreden und anmachen und so weiter. Also diese Anonymität, die man hier natürlich genießt, um andere Leute hier fertig zu machen, die ist natürlich auch hier gegeben. Always remember to keep your private information private, also keine Telefonnummern, keine Körbchengrößen und was auch immer hier preisgeben von euch. Use report to let us know about offensive players. Also immer die Report-Funktion ruhig nutzen im Global oder auch im Clan. Ich glaube, im Clan ist das eher weniger, im Global kommt es sehr, sehr häufiger vor, dass man das mal nutzt. Alles nur kurz mal am Rande und wenn ich Understand klicke, bin ich auch wieder im Chat. So, ich denke, die Armee ist fertig. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, man kann jetzt direkt aus diesem Menü hier unten links alle vier Sachen machen, die man sonst so ein bisschen etwas umständlicher machen konnte. Das heißt, man kann die Army boosten, wenn man sie noch nicht gemacht hat. Man kann die Heroes boosten. Das habe ich gemacht. Das kann ich hier also nicht nochmal machen. Beziehungsweise, ach nee, das ist mit der Potion hier plus 5. Okay, kann ich nicht machen. Klar, meine sind hier Max. Was ich richtig cool finde, muss ich sagen, ist beim Warden die Sandale. Ein Schlappenträger ist das nämlich. Wie die Magier auch, so ein Schlappenträger. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich nice. Wenn man den ja umstellt, ist da so eine Feder, dann steht er halt auf Luft. Und man kann natürlich hier Edit Anyway machen. Das machen wir jetzt auch. Wir schmeißen mal dieses Ding hier raus, also den Zeppelin. Denn dann kommt jetzt das erste Mal hier dieses Ding zum Vorschein. Den trainieren wir auch mal nach, weil wir wollen ihn mal so ein bisschen testen, denke ich mal. Und hier ist der Gute. Er sieht ja auf 1 jetzt noch nicht ganz so gefährlich aus. Mal sehen. Er braucht Elex zum Leveln und kostet einfach nur als Information für euch, wie die anderen beiden auch, erstmal 600.000, 6 Millionen, danach glaube ich 8 Millionen und auf, ich denke mal auf 3, dann 10 Millionen. Wie hoch der Golem geht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er geht bis auf Level 4 und kostet erstmal auch nur 80.000. Mein Labor läuft allerdings noch und ich will heute natürlich nicht alles gemmen, sonst werde ich hier noch als Supergammer verschrien. Aber wir gehen mal jetzt in die Suche rein. Die wird nicht so lange dauern hier. Ich bin ja ligamäßig immer noch nicht so hoch und ich will es ja wenigstens mal getestet haben, dass, wenn wir die Truppe noch nicht gesetzt haben, oder der sieht ja schon mal ganz gut aus, wenn wir die Truppe noch nicht gesetzt haben, ob ich dann wirklich noch changen kann. Ich meine, jetzt kann ich natürlich changen zwischen dem Warden auf Luft und dem Warden auf Schlappen. Und aber wo steht er jetzt eigentlich? Unten ist Schlappen und oben ist... unten ist Schlappen. Ah ja, unten ist klar. Fuß ist unten und Luft, Pfeil nach oben. Alles klar. Supercell, ich habe es verstanden. Hier haben wir natürlich... ihn hier, den wollen wir natürlich jetzt auch nutzen, aber ich kann ihn ja gleich noch umstellen. Aber ihr seht, dass hier die Figurlis, ich mal gucken, so auf 1. Ich glaube, so auf 1 so richtig viel bringt er, glaube ich, nicht. Mal sehen, ob wir hier bis zu dem Inferno kommen hier. Mal sehen. Wir nehmen den Turnschuhträger hier mal mit rein und ein paar Mauerbrecher. Oh, shit, jetzt habe ich nicht auf meinen King geachtet hier. Okay, ich habe jetzt gar nicht auf meinen King geachtet. Das ist natürlich dösig. Und damit mir die Queen hier auf jeden Fall jetzt nicht stirbt. Die gegnerische Queen ist jetzt schon mal weg. Kriegt die jetzt noch den Inferno? Ne, die macht jetzt die Luftabwehrung. Komm, jetzt macht den Inferno doch noch weg. Jawohl, die macht mir den Inferno noch mal weg. Dann kann ich hier jetzt die drei Golems mal hinterherziehen. Und weil was haben. Haben wir noch 10 Riesen hier dabei. Ich gehe extra jetzt von hier aus mal rein. Und die können sich ja natürlich jetzt... warum bewegen die sich denn nicht dahin? Okay, jetzt kommt unsere Maschine hier rein. Mal sehen. In Wut haben wir ja gelernt, bringt die gar nichts. Bringt die hier überhaupt nichts. Aber unsere Riesen gehen hier jetzt ganz gut durch. Und sehr, sehr cool. Ich muss sagen, es ist sehr cool. Es sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und ihr seht hier diesen Frieseffekt. Der ist echt nice. Der ist richtig nice. Und...
Friest da erstmal alles weg, was an defensiven Gebäuden da ist. Das wird das ganze Clash of Clans Leben hier wieder beleben, muss man sagen. Was an Taktiken da ist und. Also richtig krasses Ding hier. Wobei wir jetzt so krass, doch so ein paar Ressourcen haben wir geholt. Eine Mauer habe ich eben noch gemacht und wir haben gnadenlos verkackt hier. Okay, 4 Erdbebenzauber, ja. Na, die hätte ich ja auch noch setzen können. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja auch Erdbeben dabei habe. Aber war in Ordnung. Gehen wir hier mal raus. Wir geben mal auf hier, kampflos. Oh, Weine war gar nicht so kampflos. Alles cool. Und ich habe noch eine zweite Armee auf den Schlappen. Die machen wir natürlich auch. Oh, endlich habe ich mal einen zweiten Gegner gefunden, der ein bisschen leichter ist. Um es nochmal verständlich zu machen mit dem Umschalten hier unten der Karre bzw. der Siege Machines. Ihr müsst schon alle drei haben, also es reicht nicht, wenn ihr drei Stück baut. Also ich habe ja jetzt, ihr seht das Zeppelin, die neue Siege Machine und auch die Karre. Die Karre ist allerdings aus meiner Clanburg. Wenn ich selber eine Karre in meiner Pipe habe, kann ich sie hier nicht auswählen. Da muss man dann also schon genau wissen, was man machen kann. Man kann nach wie vor nur zwei Sachen auswählen, obwohl man vielleicht alle drei Sachen selber gebaut hat. Das nur mal so zur Verständniserklärung. Und jetzt will ich aber wenigstens mal loten. Und will mal sehen, wie ich hier jetzt in diese Base reinkomme. Das Rathaus ist ja schön mittig eigentlich. Vielleicht kriegen wir ja was da so rum ist. Dann nehmen wir hier jetzt erstmal unsere 4 Ice Golems. Ich finde die wirklich proper, aber ich glaube, auf 1 sind die noch nicht so wirklich gut. Mal sehen. Ich glaube, sie gehen ja bis auf Level 4, gehen sie hoch. Und dann nehmen wir hier, der steht jetzt auf Schlappen, jawohl, den können wir auf Schlappen nehmen. Nehmen hier mal unsere Mauerbrecher. Und wenn hier die erste Defensive ein bisschen weg ist, dann spammen wir. Hier gehen schon die ersten Ghoulies hoch. Sieht man richtig cool. Das, was ich jetzt aber machen will, ich will mir natürlich hier jetzt so ein richtiges Loch reinschnibbeln, damit meine Truppen hier jetzt gleich auch reingehen. Die Kobolde, denn die gehen nach wie vor ja auch aufs Rathaus. Das ist allerdings jetzt schon aktiviert, okay. Dann nehmen wir hier jetzt auch mal unser Flugschiff. Wo geht das denn hin? Wo geht denn unser Flugschiff hier hin? Ach ja, okay, das geht auf die erste Defensive, die sie dort finden. Okay, mal sehen, wie lange das Ding hier jetzt durchhält. Ah, hier außen haben wir ja auch noch ein bisschen was. Hier außen haben wir auch noch ein paar Lager. Okay. Und hier hinten haben wir auch noch ein bisschen an Lager. Oh, mal sehen, wann die fallen lässt. Oh, die macht uns da das Loch auf. Eieiei. Das ist ja cool. Die macht uns da das Loch auf. Dann können wir hier die Kobis reinschicken. Und lebt vor allen Dingen immer. Guckt euch das an, wie lange die überlebt. Die ist nur auf Level 1. Da ist die Mauer offen. Ach. Ah, nee, ich hab, glaube ich, jetzt keine mehr. Alter Falter, ey. Donnerwetter. Echt cool durchgegangen hier. Oh. Hier ist ja nichts mehr da. Ah, schade, ich hätte die Magier hier unten setzen sollen. Eieiei, shit. Aber egal. Oh, da hinten flitzen noch so ein paar Bowler. Okay, die kamen wohl dann aus meinem Riesenballon. Ist auch cool, ne? Der lässt immer Steine fallen und die haben auch noch mal Steine an Bord. Wird also immer schwerer, der Ballon hier. Cooles Ding. Jetzt kriege ich zwar die letzten Lager hier hinten nicht. Oh, das sind noch mal 100.000 gewesen. Sehr ärgerlich. Aber mal sehen. Oh, unser Warden ist ja noch dabei. Und wir haben ja noch ein bisschen Zauber. Wir haben noch Zauber über. Dann, wir friesen die Kanone nochmal. Ja, kriegen wir doch noch alles. Sauer. Also habe ich euch wenigstens mal einen ordentlichen Farmangriff von mir gezeigt und nicht nur diese grottenhaft schlechten. Also diese Ewig-Fails. Und, na komm. 39.000, 17.000. Ein Schuss noch. Ja, geschafft. 100%. Super. Also, den haben wir doch noch ganz gut gerockt hier. Also nochmal, wenn ihr alles dreist gebaut habt, dann reicht es nicht, dass ihr hier zwei habt und sagen wir mal jetzt die Maschine hier in der Pipe, das reicht leider nicht an der Stelle, sondern ihr müsst wirklich gucken, was will ich eigentlich mitnehmen, was will ich eigentlich im CK vor allen Dingen einsetzen, um dann zu wechseln. Gut, jetzt beim Farmen ist das wahrscheinlich nicht ganz so ausschlaggebend, aber das Ganze sollte ja auch nur eine kurze Vorstellung dessen sein. Und ich glaube, es kam auch nicht von mir verständlich rüber. Ich habe eben nochmal während des Videodrehs so ein bisschen darüber nachgedacht mit den Medaillen. Über 2500. Das heißt, man muss hier, das Cap dieser Medaillen hier unten ist ja 2500. Und wenn man dieses Cap erreicht hat, dann bekommt man
pro 10 Ligamedaillen, die man verdient, also das ist ein Angriff in der Liga, im CK, dann bekommt man ein Gem automatisch. Das wird, glaube ich, automatisch sein. Es gibt hier keinen Tauschshop oder sowas, sondern das wird automatisch so sein. Das ist so ähnlich wie bei Clash Royale. Wenn du eine Max-Karte dort hast, dann bekommst du auch anstelle der Karten, wenn du sie ziehen würdest, Gold dort. Und vielleicht kam das eben etwas unverständlich rüber. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem mal gefallen hier. Ich habe sie mal nicht mit großartig mit Mucke hinterlegt, habe das Intro weggelassen, habe das Outro mal weggelassen. Ich hoffe, das kommt trotzdem ganz gut bei euch an und ganz gut bei euch rüber. Ich wollte das heute noch ganz fix abdrehen, denn ich war heute im Homeoffice. Da konnte ich das ruhig mal machen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Alles andere kommt im Laufe der Woche. Bis dahin, euer Toto. Clasht.